Hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Review. Heute das Spyderco Remco Lagiol. Eine Seltenheit mittlerweile, zur Verfügung gestellt vom Roman Comtesse. Roman hat mir ein paar seiner Messer geliehen. Vielen Dank dafür, auch für deine Engelsgeduld. Hat mir jetzt neulich nochmal was geschickt. Muss ich mal gerade auspacken. Moment, wo habe ich es? da ist es. Und zwar ein Arschlecken-Krisenbewältigungsmittel. Wirkstoff leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arscherol. 12 Trajets aus der Quacksalberei. Sehr gut. Okay. Also, Arschlecken-Krisenbewältigungsmittel. Quatsch, Manufaktur Obermaßfeld. Sehr gut, gefällt mir. Dankeschön. Roman hat mir also dieses mittlerweile sehr rare und auch, wie soll man sagen, sehr gefragte, ausgediente Modell zur Verfügung gestellt, weil er ja weiß, dass ich ein Lagiol-Fan bin. Ja, das wissen die meisten. Wenn ein Franzose ein Lagiol baut, jetzt zeige ich mal mein Lieblings-Lagiol. Moment, wo habe ich's? Das ist mein Lieblings-Lagiol von Passion France. Habe ich mir damals in Darmstadt beim Wolfgang Lang-Telme gekauft. Da war ich übers Wochenende und er hat mir so alles erzählt, was er weiß über Lagiol und französische Taschenmesser. Also wenn die Amis sowas bauen, dann sieht das so aus. Ich glaube, ich gehe mal weiter runter. Da ist schon ein Unterschied. Ja, gut, da ist aber auch preislich ein Unterschied, weil das kostet original, ich glaube, 350. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen zum Freundschaftspreis. Das ist gebaut von Passion France selber. Die haben in Thiers eine eigene Werkstatt. Die wird geleitet von Jo Alves. Gut, aber das ist ja, das ist zwar auch ein Serienmodell, aber handgefertigt. Das legen wir einfach mal jetzt oben drüber, weil um das geht es nicht, aber ich will es euch noch so ein bisschen als kleines Schmankerl da liegen lassen. Eins meiner meistgenutzten Messer, wenn ich essen gehe, oder vielmehr vorm Lockdown. Naja. So, kommen wir zu dem Schätzchen hier. Wiegt 72 Gramm. Das ist so gut wie nichts, ist hergestellt in Siki City, Japan. Hat den G2-Stahl. G2-Stahl ist so ein bisschen wie die CTS BDS-1-Stahl. Ein ja oft genutzter, ein oft genutzter Küchenmesserstahl oder auch für Scheren in Siki City. Und das ist, man mag es nicht glauben, das ist Mikata. Aber das ist so poliert. Ich habe im Spyderco-Forum nachgelesen, hat auch der Sal Klesser sich zugeäußert. Das ist ein Frontlock und das Messer ist designt von Dennis Lemaire. Dennis Lemaire ist ein französisch-kanadischer Messermacher. Und der Frontlock wurde entworfen von Elmar und H.W. McBurnett. Ja. Black Mikata, hatte ich gesagt. Also die Infos kommen direkt von Sal Klesser himself. Messer Stahl G2, die erste Version. Fettfinger, Herr Brehm, hallö. Erste Version war Gen 1, aber das ist dasselbe wie G2. Die sogenannte Lagiol-Biene hat einen Buggy Mark Over, das soll also so ähnlich wie ein Käfer sein. Kein typisches Spyderco-Loch, wie auch immer die das herein hätten dübeln wollen, in welcher Größe. Ja, die Version, die gab es auch mit den Spyderco-typischen, ich muss das mal ganz kurz putzen, wo habe ich denn so Fettfinger her? Ich war doch gerade eben noch mir die Hände waschen. Hallo. Ähm,
Man konnte separat für, ich glaube, 19 Dollar eine Messerscheide erwerben. Ja, Lederscheide. Dieses Lagiol wurde eingestellt 95 bis 96 so in etwa und hat damals der MSRP, also der empfohlene Ladenverkaufspreis, lag bei 119 Dollar und die Scheide bei 1995. Wie gesagt, in dem Forum gibt es Leute, die haben sich Entschuldigung, so ein bisschen darüber beschwert, dass es, dass dieser Mikata-Griff so aussieht, als wenn es ein billiger Plastikgriff war. Wir haben hier eine Schraube, die habe ich jetzt nicht festgezogen. Muss aber sagen, so wie das kam, Klingenspiel seitlich und auch ganz gering hoch und runter. Der Frontlock, das hier ist übrigens Messing, ne? Messing-Liner. Langweilt schon halt mit dem Fokus nicht. Hallo, hallo. So. Die Messing. Will mich heute veräppeln, das Ding. Mal gucken, Moment. So, jetzt aber, oder? Nein. Na, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen rumfummeln. Wir haben Klingenspiel rauf und runter und im zugeklappten Zustand. Was ich ein bisschen schade finde. Ja. Allerdings hat das Messer einen Aufschlagschutz. Nämlich hier an der Schleifkerbe. Seht ihr, steht das höher als die Klinge. Und schlägt dann hier auch noch auf dieser auf diesen Pin auf, der hier drin steckt. Ne, schlägt er nicht. So, hatte ich jetzt gedacht. Wir haben hier so eine Fehlschärfe, eine Swatch. Aber das ist schon sehr ärgerlich, oder? Das Messer ist nach meiner Information, wenn es irgendwo gefunden wird, wird also immer so zwischen 400 und 600 Euro gehandelt. Das ist ja fast unglaublich. Aber gut, Spider-Core-Sammler sind verrückt. Nur für 119 hätte ich es mir gegeben. Ja, aber nicht für einen Preis von 400 bis 600. Aber Spider-Co-Fans sind bekannt, dass sie ein bisschen verrückt sind nach Spider-Co. Ja. Wir haben hier so ein bisschen Filework. Ich mache jetzt keinen Spineback-Test. Ich wüsste nicht, warum. Kommen wir mal zu der Verarbeitung hier. Könnt ihr das sehen? Na, komm, ja, hallo. Könnt ihr das hier sehen? Wir haben hier Übergänge vom Liner. Ach, heute ärgert mich der Fokus, aber nochmal anders. So, wir haben hier Übergänge. Das seht ihr hier. Vom Liner zum Mikata. Die Pins kann ich spüren. Das ist aber auch jetzt nicht weiter dramatisch. Das ist ja kein Messer, was zum harten Einsatz benutzt, sondern es soll ja eher so ein Gentleman-Taschenmesser sein. Aufgeklappt. Merke ich hier auch ganz leichte Übergänge. Das ist aber auch, wie gesagt, nicht weiter dramatisch, wenn man das so in der Hand hat. Na, heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Wenn man das so in der Hand hat, merkt man das nicht so wirklich. Hm? Ansonsten ein schönes Sammlermesser für Spider-Co-Fans. Für mich wäre es jetzt nicht wirklich interessant, aber okay. Fett-Touchen, also bitteschön. Ich war vorhin 3 Stunden in der Stadt rumlaufen, musste Besorgung machen. Ein wilder Tag. Lege ich die mal übereinander. Bin ich ganz klar zu meinem Lagiol von Passion France tendieren, was mir persönlich besser gefällt. Ansonsten finde ich das schick, okidoki für. Ach ja, an das haben sie auch gedacht. Das ist ein etwa versuchtes Aile de Pigeon. Ja, das hier ist das Aile de Pigeon, also Taubenflügel. Ja, das haben sie aber irgendwie nicht so ganz hingekriegt, aber gut, macht ja nichts. Amerikanisches Messer.
kanadisch-französisches Design, made in Seiki City, Japan. Interessantes Sammlermesser für Lagiol-Freaks, nicht Lagiol-Freaks, für Spyderco-Freaks. Ich wüsste nicht, wo ich das herbekomme in der Bucht. Auf eBay habe ich es nicht gefunden. Gut, das macht aber auch nichts. So, Klingenlänge liegen wir bei verwertbarer Schneide 8,5 und Grifflänge 11,5 cm. Ein fast schon historisches Lineal. Gibt es nicht mehr. Ja, Verarbeitung. Seht ihr hier? Ohne jetzt was gemacht zu haben, wie der Klingenstand ist. Gut, solange das nicht an den Backen dran rumschubbert, hätte ich gesagt, ist es okay. Verarbeitung mit den Übergängen und den Nieten und dem hier, aber gut, das kann man wahrscheinlich einstellen, aber da lasse ich die Finger von. Das ist nicht mein Messer, das bleibt so. Wenn es meins wäre, würde ich daran arbeiten. Gebe ich dem maximal eine 5 von 10. Ist meine persönliche Wertung. Ich würde es mir, 119 hätte ich es mir gekauft. Wahrscheinlich auch die Tasche, so als halt, als ja, um die Sammlung komplett zu haben. Aber 400 bis 600, nee. Dann lieber ein echtes. Made in France. Okay, bei Passion France. So, Roman, ich danke dir fürs Leihen. Ich zeige jetzt aber nochmal ganz kurz. Also, das ist ein französisches Lagiol. Made in France. Und jetzt zeige ich mal ganz kurz in die Kamera. Ich lasse mal rein. Wenn ein Deutscher ein Lagiol baut. Ja? Ein deutsches Lagiol. Hammer, hammer, hammer. Handlage. Jo, mucho gusto. R&R. Könnt ihr mal gucken. R&R Messer. Der ruft Preise auf, die liegen jenseits von Gut und Böse, sind es aber wert. Double Platins und so weiter. Ich glaube, das ist Koralle, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Muss ich nochmal gucken, was der macht, ist der helle Wahnsinn. Da ist schon ein Unterschied, ja. Aber so persönlich für mich, Entschuldigung, so für mich ist das hier die Ultima Ratio, wenn es um Lagiols geht. Ups, na, siehst du, das hier steht kaum. Und das hier steht, wenn der Prem nicht dran, wenn der Prem nicht dran rumwackelt. Mein Lieblingslagiol. Ein Couteau Suivi, würde der Robert Bionet sagen, weil, ne? Das ist Survival für die Franzosen. Korkenzieher. Alles klar. Ich sag danke fürs Zuschauen. Trotz Kameraprobleme heute. hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Also viele Reviews habe ich auf Deutschland nicht gefunden. Okay. Danke fürs Zuschauen. Wie immer gilt, tschüss mal gut, schwenkt du, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Bevor ich es vergesse, einen schönen Gruß nach Loma zu Karin. Dankeschön für den schönen Samstagabend. Es wurde ja was später. Und du hast nicht gedacht, dass ich dich grüße. So, das habe ich hiermit abgefrühstückt. Wir sehen uns. Ich hoffe es. Also, haltet die Ohren steif. Ciao.